Was bringt dir eigentlich das als Unternehmerin, wenn du ADHS hast? Oder wenn du einfach so ein bisschen Chaoskopf bist, ein bisschen unkonzentriert manchmal, vielleicht auch manchmal Probleme mit der Motivation hast? Was bringt dir eigentlich so ein Vision Board? In diesem Video möchte ich es dir erzählen. Hi, ich bin Eva Beer. Abonnier gern diesen Kanal, wenn du Lust hast, groß zu träumen. Im Leben, aber auch in deinem Business. Was bringt dir eigentlich so ein Vision Board im Business? Vor allen Dingen, wenn du ADHS hast oder so ein bisschen so ein Chaoskopf bist oder manchmal ein bisschen Probleme mit der Motivation hast. Das sind zwei ganz große Gründe. Der eine ist Fokus und der andere ist Motivation. Warum Fokus? Wenn man so an seinem Business arbeitet, an der Selbstständigkeit arbeitet, verliert man sich manchmal so ein bisschen in den Alltagsaufgaben. Ja, dann sitzt man da und macht das und geht dann noch ein bisschen mehr ins Detail rein, stolpert über den und den Online-Kurs und die Weiterbildung und deine Freundin im Business setzt gerade das um, solltest du das auch mal probieren. Dann schreibt dich jemand an, ob du vielleicht mal einen Gastblogartikel schreiben möchtest oder bei einem Online-Kongress dabei sein möchtest und blups, hast du so ein bisschen deinen Fokus verloren. Und das, obwohl dein größter Traum eigentlich ist, vielleicht ein Buch zu schreiben oder endlich deinen Online-Kurs zu launchen, deinen eigenen. Ja? Und dieses Vision Board, wenn du sozusagen an der Wand etwas hängen hast, vielleicht sogar an deinem Arbeitsplatz, wo wirklich ganz detailliert in Bildern dargestellt ist, was es eigentlich ist, was du dir wünschst und wonach du dich sehnst, auch im Business, dann kannst du einfach darauf schauen im Alltag, und kannst das immer mal wieder abchecken mit dem, was du gerade tust. Kannst immer mal wieder gucken, das, was ich gerade tue, hilft mir das eigentlich, den nächsten Schritt in Richtung meinem Traum zu gehen im Business. Ja? Das heißt, es hilft ganz groß beim Fokus, so ein Vision Board im Business. Dann hilft es noch bei der Motivation. Es gibt so Momente, also ich kenne das sehr gut, ich habe ja wie gesagt ADHS und man sagt, es hat etwas mit dem Dopamin zu tun bei Menschen mit ADHS. Dass es manchmal so ein bisschen schwierig ist, Aufgaben zu machen, die ja schwierig sind, die so ein bisschen langweilig sind, aber die vielleicht trotzdem dich deinem Ziel näher bringen, ja? Und dafür musst du jetzt kein ADHS haben. Es kann auch einfach sein, dass du manchmal Probleme hast mit der Motivation, ohne jetzt diese Diagnose zu haben. Und dann kann es total helfen, wenn du da ein ganz klares Bild an deinem Arbeitsplatz hängen hast, wo du siehst, da willst du hin. Und ich sehe das immer ganz gerne so, es ist nicht so, dass es ein Traum ist, was auf diesem Vision Board ist, was unrealistisch ist, ja, sondern das ist die Zukunft. Ich finde ganz gut, da mit einem Mindset ranzugehen, das ist deine Zukunft, du bist da nur noch nicht angekommen. Das, was du dir jetzt wünschst in deinem Herzen, was dein Traum ist, das ist deine Zukunft. Du bist dort bloß noch nicht angekommen. Du brauchst nur noch die Zeit, um dahin zu laufen. Ja, und dieses Vision Board kann dir helfen, wenn du da manchmal auch Aufgaben machst, die vielleicht auch ein bisschen schwierig sind auf dem Weg zu deinem Ziel, zu deinem Traum. Und dann kannst du auf dieses Vision Board gucken und kannst vor allen Dingen auch mal schauen, wenn ich jetzt dort bin, in diesem Traum, in diesem verwirklichten Traum, in meiner neuen Lebensrealität, wie würde ich mich da fühlen? Ja, beim Vision Board ist auch ganz wichtig, das nicht nur so rational zu machen, sondern wirklich auch mit Gefühlen zu arbeiten. Und wenn du zu mir in den Workshop kommst und wir ein Vision Board erstellen für dein Business, arbeiten wir auch mit deinen Wunschgefühlen. Es geht nämlich auch darum, wie würdest du dich dann fühlen? Ja? Weil es gibt ganz unterschiedliche Wunschgefühle. Ja, es gibt Menschen, ich fühle mich immer gerne frei. Das ist eins meiner Lieblingswunschgefühle. Es gibt andere Menschen, die wollen sich sicher fühlen. Sicher, ich mag auch sicher, ich mag frei und sicher und oft widersprechen sich diese Wunschgefühle auch. Es gibt ganz unterschiedliche Wunschgefühle und mit denen arbeiten wir dann auch im Workshop. Ja, also zwei große Punkte. Vision Board fürs Business kann dir den Fokus und die Motivation zurückbringen. Hast du noch mehr Ideen, wofür so ein Vision Board im Business gut sein könnte? Hast du schon mal so eins gemacht? Ich wackel so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, da ist eine Ameise. Wenn du mal gucken willst, ich bin hier in Costa Rica. Ich bin meinem Traum gefolgt, mit Kind und Kegel nach Costa Rica auszuwandern und stehe hier zwischen Dschungel und Meer. Ja, abonniere gerne diesen Kanal, wenn du Lust hast, dich von mir inspirieren zu lassen, deinen großen Träumen zu folgen, im Privaten und auch im Business. Alles Liebe, die Eva Beer.